Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit uns allen. Amen. Ich bete Worte vom Psalm 85 und lade Sie ein, mitzubeten. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen in deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnt dich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen und dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Amen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Liebe Schwestern und Brüder, wenn in den chilenischen Nachrichten von gewaltsamen Todesfällen oftmals aus krimineller Motivation heraus berichtet wird, werden zumeist auch die Angehörigen der Todesopfer interviewt und sehr oft fällt der Satz: Quiero que se haga justicia. Das lässt sich gar nicht so leicht ins Deutsche übersetzen. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Man möchte, dass Gerechtigkeit geschieht, im Sinne von, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden und eine Strafe erhalten. Zumeist drücken die Angehörigen auch ihren Unmut, ihre Wut, ihre Trauer, ihre Unruhe, ihr Unwohlsein, Ohnmacht und ihre Angst aus. Wenn eben gerade dies nicht geschieht, wenn kein Täter gefunden wird, wenn es keine Strafe und Maßregelung gibt. Diese Woche hörte ich die Worte der Mutter eines Babys, das vor 2 Jahren von einer Bala Loca, einer Munition eines unbekannten Waffenschusses, getroffen und getötet wurde. Sie ist besorgt und kann es nicht verstehen, dass nach 2 Jahren der Täter nicht gefunden und zur Verantwortung gezogen wurde. Und dass sich die Sicherheitslage in ihrem Viertel nicht gebessert hat und weitere Todesfälle geschehen sind. Dieser Fall wurde also nicht recht behandelt und es wurde auch nichts Rechtes oder Richtiges getan, um weitere Fälle zu verhindern. Wir haben soeben Psalm 85 gemeinsam gebetet. In diesen Worten wird die Sehnsucht nach Gottes Gnade und Vergebung ausgedrückt. Der Beter ist gewiss, Gott war schon vormals gnädig gewesen und hat von Unheil erlöst. Nun wird er dazu aufgefordert, erneut an seiner Treue bzw. seiner Gnade und seinem Heil Anteil haben zu lassen. Es wird darauf gehofft, dass Gott den Zustand des Shalom, womit im Hebräischen so viel wie Friede, aber auch Wohlergehen und Unversehrtheit gemeint ist, zusagt. Und dabei führt der Betende weiter aus.
In diesem Zustand des Shalom begegnen Liebe bzw. Gnade, Wohlwollen und Treue bzw. Wahrheit und Vertrauenswürdigkeit. Und es küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Gerechtigkeit wird noch zweimal im Zusammenhang mit dem guten Tun und dem Zustand der Shalom erwähnt. Sie schaut vom Himmel und geht vor ihm her und folgt seinen Schritten. Ja, auch der Psalmbeter weiß, dass Frieden, Wohlergehen und Unversehrtheit nur dann erfahren werden, wenn Gerechtigkeit waltet. Doch was ist Gerechtigkeit und wie geschieht sie? Um das eingangs genannte Beispiel weiter auszuführen, was ist ein gerechtes Vorgehen, wenn solche Straftaten geschehen? Was sind die gerechten Strafen? Welches ist die Gerechtigkeit, durch die die Angehörigen von Todesopfern ihren Frieden finden und ihr Wohlergehen und ihr Sicherheitsempfinden wiederhergestellt wird? Ich frage das, weil ein Urteil darüber, was gerecht, richtig, korrekt ist, immer auch einer subjektiven Wahrnehmung und persönlicher, individueller Erfahrung unterstellt ist. Schon meine 6-jährigen Kinder meinen zu mir, dass es nicht gerecht sei, wenn ich ihnen das Handy wegnehme. Sie haben also eine andere Ansicht als ich darüber, was da in dem Falle gerecht ist. Oder wir leben es, dass unser Gerechtigkeitsempfinden und das, was wir als ethisch korrekt oder falsch beurteilen, nicht immer im Einklang mit dem Urteil der oftmals komplizierten Gesetzgebung steht und Menschen unserer Meinung viel zu milde Strafen erhalten oder umgekehrt zu hart bestraft werden. Und wir haben es in der Geschichte auch erlebt, dass Gesetzgebungen so sehr pervertiert wurden, dass das, was eigentlich eine Straftat ist, zum Gesetz wird. Nicht das persönliche Empfinden, aber auch nicht die Gesetzgebung sind immer das richtige Maß. Gibt es also die Möglichkeit, dass wir uns als Gruppe auf etwas einigen können, was gerecht ist und was nicht? Beziehungsweise können wir uns wenigstens als an Gott glaubende Menschen und noch mehr als an Jesus Christus glaubende auf etwas einigen? Psalm 85 gibt einige Hinweise. Es ist ein Gebet, es ist ein Akt des Vertrauens in Gott und in sein Walten und seine Gerechtigkeit. Der Beter von Psalm 85 hofft vor allem auf die Gnade und Vergebung Gottes und seine Hilfe. Er wird Frieden machen und darum auch Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit. Luther übersetzt hier das Wort Emmet mit Treue. Es bedeutet aber auch Wahrheit. Der Beter glaubt daran, dass dieser Zustand möglich und erlebbar ist und nicht nur eine Illusion. So erwähnt er in den ersten Zeilen, dass Gott ja schon vormals vergeben hat und von seinem Zorn abgelassen hat. Erst letzten Sonntag am Reformationstag haben wir uns in Erinnerung gerufen, dass wir aus der Gnade Gottes heraus leben dürfen, dass er uns gerecht macht und uns gerecht behandelt und wir vor Gott nichts vollbringen müssen. Der Beginn ist im Glauben an einen Gott, der uns in Liebe zugeneigt ist, gemacht. Die Worte von Psalm 85 erwähnen das Tätigwerden des Menschen. Seine Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten. Nur wer aktiv auf Gott vertraut, ihn fürchtet, ihn ernst nimmt, erfährt auch seine Hilfe. Und das schließt ein, dass ich entsprechend
der Friedenszusage handle, dass ich nicht nur passiv abwarte, sondern mein Tun und mein Lassen vom Frieden und von der Gerechtigkeit Gottes bestimmt sind. Wenn der Psalmbeter davon spricht, dass Treue auf der Erde wachse, meint er vermutlich, dass wir Menschen, die wir auf der Erde sind, in Treue, in Wahrheit und Vertraulichkeit, Ehrlichkeit und Beständigkeit handeln. Ja, dieses Wort Emet bedeutet im Hebräischen all diese Haltungen. Ich verstehe es als ein Handeln entsprechend des Walten Gottes und als eine Art Zusammenspiel zwischen dem, was Gott tut und dem, was wir tun. Interessant ist, dass das Wort Emet zweimal vorkommt im Zusammenhang mit Gerechtigkeit, mit dem Rechtsein. Damit etwas recht zugehen kann, braucht es Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, muss die Wahrheit gesagt werden. Nun erfahren wir ja, dass die Realität anders sein kann. Dass ich zwar recht handle und die Wahrheit sage, aber andere eben nicht. Ja, wir leben immer in dem Risiko, dass andere sich weniger Mühe geben, so wie es die Mutter erlebt, die ihr Baby verloren hat. Und es ist in diesem Fall nur allzu verständlich, wenn sie den Glauben an die Gerechtigkeit verlieren würde. Aber ich frage, macht es die allgemeine Situation nicht noch schlimmer, wenn ich Unrecht handle oder lüge, nur weil es andere auch tun? Muss ich nicht, gerade weil ich nicht Opfer bin und mehr Hoffnung haben kann, für den anderen recht handeln und ehrlich sein? Für ihn, für sie stellvertretend das Risiko eingehen, was das rechte und ehrliche Handeln mit sich bringt? Jemand, der Unrecht erlebt, ja, der traut sich vielleicht nicht mehr, das Risiko einzugehen. Darum müssen es wir, die wir vielleicht noch ein bisschen mehr Hoffnung haben. Jesus lehrt uns mit dem wunderbaren Gleichnis vom Balken und Splitter im Auge, dass man schwer dem anderen dazu ermahnen und aufrufen kann, alles richtig zu machen, wenn man nicht zuerst bei sich selbst anfängt, sich selbst bemüht und den ersten Schritt wagt. Auch wenn es der andere nicht tun wird, ich nicht die Sicherheit über sein Handeln habe. Du merkst schon, sie merken schon, ich habe kein Geheimrezept und auch keine konkrete Definition, was denn nun eigentlich Gerechtigkeit ist. Aber ich ziehe folgende Schlussfolgerungen. Gerechtigkeit ist ein dynamischer Prozess, abhängig von einer konkreten Situation, der das Wohlergehen, die Unversehrtheit, den Frieden, den Shalom aller anstrebt. Ich würde im Umkehrschluss sagen, wenn mein Handeln eben auf diesen Zustand abzielt, wenn ich mich um diesen Zustand bemühe, dann bin ich auf dem richtigen Weg, dann ist es gerecht. Und dafür brauche ich, wie Psalm 85 lehrt, Ehrlichkeit, Mut, Gottesvertrauen, Treue, Beharrlichkeit, Beständigkeit. Dafür muss ich Risikos eingehen. Und es kann sein, dass mein Handeln auch mal daneben geht. Und wenn es das tut, dann kann ich durch die Gnade Gottes, auf die ich hoffe, wieder aufstehen. Ja, für die Mutter, die ihr Baby durch Waffengewalt verloren hat, kann es nur Gerechtigkeit geben, wenn wirklich etwas gegen diese bedrohliche Gefahr des unkontrollierten Umgangs mit den Waffen getan wird. Wenn ihr andere mutig helfen und wenn die Verantwortlichen, diejenigen,
die bereit sind zu solcher Waffengewalt, ehrlich sind und ihre Taten eingestehen und in Sicherheit verwahrt werden und einen Verbesserungsprozess durchleben. Nur das kann dieser Mutter letztendlich Ruhe geben und die Hoffnung, dass so etwas nicht mehr passiert. Und um ein etwas nicht ganz so schweres und tragisches Beispiel zu nennen, was wäre denn gerecht in Bezug auf den Bildschirmkonsum meiner Kinder? Wenn es ihr Wohlergehen beeinträchtigt, wenn sie abends nicht schlafen können oder wenn in den Videos auch Gewalt gezeigt wird, dann ist es wohl nur recht, wenn ich den Konsum einschränke. Auch wenn ich dabei kurzes Geschrei, kurzen Unfrieden riskiere. Und der Friede Gottes, auf den wir vertrauen, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.